Dann sage ich in diesem Sinne herzlich willkommen zu einer ja besonderen Ausgabe auf einen Drink mit. Antje und ich sitzen ja normalerweise hier und besprechen mit Filmleuten so ein paar Sachen. Weil aber heute gleich zwei Gäste hier in Hamburg verweilen, haben wir uns gedacht, machen wir die Runde größer, denn Etienne hat schon ein paar Mal mit ihm gesprochen und deswegen sitzen wir heute zu fünft um Moritz Bleibtreu und Jannis Niebühne, ja, zu dem Regiedebüt von Moritz Bleibtreu auszuquetschen. Ein Film namens Cortex. Ein Film, der komplex ist, oder würde ich das jetzt falsch ausdrücken? Nee, ne? Nee, das würdest du nicht, das kann man gerne sagen. Und jetzt muss ich kurz als Einstiegsfrage etwas nehmen, worüber wir vorhin mal gesprochen haben, als die Kameras noch nicht an waren. Du hast ja gesagt, es gibt einige Filme, bei denen steigst du auch mal aus und trotzdem sagst du, die sind geil. Jetzt würde mich mal von euch beiden interessieren, was waren die letzten Filme, bei denen ihr ausgestiegen, oder letzte Film, bei denen ihr ausgestiegen seid? Aber trotzdem geil fand, meinst du? Oder ganz sowohl ausgestiegen? Halt kann ich dir sagen, war bei mir Waves, habe ich gesehen im Kino. Ja, habe ich nicht gesehen, ja. Super Ding. Aber ist ähnlich aufgeteilt, ohne zu viel verraten zu wollen, wie bei Place Beyond the Pines. Also du wechselst irgendwann die Perspektive. Und ich dachte so in der ersten Hälfte, okay, das war's jetzt und das ist der Film. Und dann geht's aber nochmal in eine ganz andere Richtung und du bleibst dran. Und da hatte ich eigentlich genau das Gefühl, ja. Also du fandest es geil, aber du hast nicht so ganz. Ich dachte, wenn es das jetzt ist, was in der ersten Hälfte erzählt wird, wenn es dabei bleibt, dann weiß ich nicht so, wie gut ich den finde. Aber dann ging es weiter mit einer anderen Geschichte. Ich will nicht zu viel verraten. Ja. Das ist ein guter Film. Cool. Ja. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr, wann ich so richtig ausgestiegen bin das letzte Mal. Weiß ich gar nicht, um ehrlich zu sein. Aber was wäre so ein Paradebeispiel dafür? Ich bin immer voll schlecht mit Vergleichen und so. Was für ein Paradebeispiel für ich bin ausgestiegen, kam nicht mehr mit und fand's dann scheiße. Nee, geil, hast du gesagt. Ich fand's dann geil. Gesagt, eher aus der Vergangenheit. Was für ein Angel Heart ist so ein Film. Definitiv. Robert De Niro. Siriana ist so ein Film. Auch, wo du euch eigentlich auch nichts verstanden habt, trotzdem geil. Aber hast du Angel Heart noch mal gesehen vielleicht? Nee, lange nicht mehr jetzt. Muss man machen, weil tatsächlich, wir haben den im Zuge eines Spezials mal geguckt. Ja. Da haben wir über Arthouse, also das Label Arthouse gesprochen. Und ich habe den tatsächlich so als einen Arthouse-Film rausgepickt, den ich ziemlich, ziemlich geil finde. Ja. Aber halt auch aus den gleichen Beweggründen wie du. Also ich habe da am Anfang, als ich ihn zum ersten Mal gesehen habe, ich saß davor und habe zwei Wochen überlegt, was in diesem Film eigentlich jetzt passiert ist und was der mir erzählt hat. So. Und trotzdem hat er irgendwas. Und trotzdem hat er irgendwo geklickt. So. Also ja. Trotzdem war der halt geil. Ich meine, du hattest Robert De Niro, du hattest diese Bilder, du hattest auch diesen Mickey Rourke auch, oder? Mickey Rourke in der Hauptrolle. Mega. Und dann auch diese zum Teil blutigen Exzesse, die da auch noch irgendwann gezeigt werden. Dieses Bild, wo Robert De Niro diese blöde iPad ja. Mit diesen Fingernagel. Ja. So. Ja, das ist ich mag so Filme. Ich mag Filme, wo man manchmal, ja, die einen so eben, wo man nicht klar definieren kann, ich fand das geil, das geil, das geil, das geil, sondern irgendwie ist es irgendwie auch vielleicht was man nicht geil fand, wo teilweise auch. Es gibt's auch oft, dass Filme mich so angehen auf eine Art und ich gar nicht weiß, warum. Kennst du das? Und man so denkt, ich weiß gar nicht, was der jetzt irgendwie macht bei mir, aber irgendwas macht er. Und ich mag sowas eigentlich unheimlich gern. Ja, ich habe da aber auch so ein Ding mit Lars von Trier oder so, Magnolia, wo ich dann drauf gucke und wo ich denke, oh, Alter, mir geht's nicht gut. Ich bin depressiv eigentlich. Und trotzdem ist das großartig. Voll, aber Dance in the Dark. Ja. Also ich habe das mit Requiem for a Dream von Björk war für mich damals so, da habe ich so gedacht. Und in dem Moment, wo ich das gucke, denke ich mir noch die ganze Zeit, der hat die gequält, der hat die gequält. Welcher der jetzt? Die gequält. Dance in the Dark. Björk. Der hat die gequält. Und dann denkst du, dann Tage später so, oh mein Gott, das war, glaube ich, das. Ich habe noch nie jemanden so gut blind spielen sehen. Ja. Ich habe noch nie jemanden so gut blind spielen sehen. Das war wirklich, also ich habe das oft auch, dass man nicht so weiß. Gaspar Noé macht auch so Filme. Ganz krass, ja. Ne? So Sachen, wo du, da kannst du auch nicht direkt sagen, darum ging's oder so, aber die haben einfach so Stimmungen und ja, aber du fühlst es, ne? Fühlst, und das ist ja das Schöne, finde ich, ein geiler Werbespruch eigentlich auch. Und in dem Trailer von Tenet jetzt, ne, von dem neuen Nolan, sagt sie ganz zum Schluss, darfst nicht versuchen, es zu verstehen, fühle es. Darum geht's. Schon fast als Trailer ist richtig geil geworden. Super. Das kann man schon fast als Morgen sehen. Ach so, nein, unseren. Nein, unser. Okay. Ja, das ist richtig gut geworden. Okay. Das ist aber schon eine ganz gute Überleitung, weil ich finde, auf jeden Fall, Cortex hat mich stellenweise auch an Nolan erinnert, muss ich sagen. Ja, es gab Momente, wo da habe ich, natürlich gibt's, ja, wie viel dürfen wir verraten überhaupt storytechnisch? Genau, man muss nämlich echt vorsichtig sein, dass man nicht durch Spoiler oder so ein bisschen vom Filmerlebnis nimmt, ne? Ich weiß gar nicht, ich glaube, man darf relativ offen drüber reden. Ja, ich glaube, die Gefahr ist nicht so groß. Nee, ich glaube auch nicht. Weil findet ihr nicht? Ich weiß es nicht. Wir haben das auch diskutiert mit der Warner. Und das, wie gesagt, es fing damit an, dass wir gesagt haben, sollen wir sagen, dass es ein Body-Switch ist?
dann sage ich. Auf keinen Fall sagen. Auf keinen Fall sagen. Auf der anderen Seite, wie gesagt, es gab eben auch Leute, die selbst da hinterhergehängt sind und ich mir gedacht habe, warum eigentlich nicht? Weil das ist es irgendwo. Und es war auch übrigens eine meiner Initialzündungen so lustig, dass ich gesagt habe, weißt du was, ich mache den ersten ernsthaften Bodyswitch der Welt. Ja. Der nicht lustig ist. Keine, ich bin in diesem fetten Körper oder oh, ich bin eine Frau oder irgendwas, sondern ich mache das als ein Thriller, als einen getriebenen Thriller. Das war eine der ersten Ideen, die ich so hatte, ne? Und deswegen, ich glaube, das kann man sagen. Das, ja, also das Bodyswitch darf man sagen, glaube ich schon. Ich glaube, okay, also es ist, da hast du jetzt schon sehr gut beschrieben, worum es geht, aber es ist halt noch mehr als das. Deshalb, glaube ich, kann man es auch gut sagen, weil es ist nur, der Film ist trotzdem, hat noch auf vielen Ebenen noch viel zu bieten. Und ich hatte halt auch dieses Gefühl, einerseits wegen, es geht auch viel um Träumen. Der, du spielst Hagen, ein Mann, der Insomnia hat, also Schlaflosigkeit leidet. Und Hyposomnie ist das Wort gewesen. Und da ist halt so dieses ganze Thema auch so mit Träumen, wodurch ich dann so eine Connection hatte zu Inception. Dann hatte ich aber auch, manchmal waren die Zeitebenen anders, dann hatte ich so, habe ich wieder so ein bisschen an Memento gedacht und so. Also es gab so schon verschiedene Momente, wo ich das Gefühl hatte, okay, da sind die Einflüsse. Würdest du das auch so sehen, dass das auf jeden Fall Einflüsse waren auf dich? Und um da noch zu ergänzen, ich musste noch stark an Danny Boyles Trance denken. Oh ja, der, abgefahren auch. Und um noch einen Film dazu zu nennen, das geht so ein bisschen eben gerade auch übers Marketing und so, ich musste an einen Film denken, in dem du mitgespielt hast, nämlich Stereo. Und klar. Da fand ich damals das nicht förderlich, wie das Plakat aufgemacht war. Und als ich den Film gesehen habe, war so mein Gedanke, das, was ich mir damals von Stereo erhofft habe, weil ich fand ihn gut, aber ich habe mir ein bisschen mehr von ihm erhofft, das ist jetzt Cortex, einfach so vom Feeling. Nicht von der Handlung her, sondern vom Feeling, wie er einen reinzieht und so weiter. Das wären, finde ich, auch noch, um das von Eddie zu ergänzen, auch noch, was mir an Inspiration irgendwie aufgefallen ist. Ja, das sind für mich alles Komplimente. So, ne? Das ist für mich so, ich habe auf, klar, Nolan ist für mich einer der großartigsten Filmemacher dieser Zeit. Da gibt's gar kein Vertun. Das Kino von dem, seit er in seinem ersten Film, es gibt nichts, was er je gemacht hätte, wo ich nicht sagen würde, oh, so, ne? Aber ich würde auch trotzdem jetzt nicht sagen, weißt du, dass ich gesagt habe, so wie, obwohl es das immer gab. Also Memento war natürlich gerade in der Schreibstruktur, das ist unheimlich schwer. Die Narrative ist natürlich geschrieben zu verstehen, noch viel schwerer als visuell. Weil der Film natürlich über seine visuellen Anschlüsse, der abgebrochene Stöckelschuh, der Blumenstrauß im Dings, diese ganzen Sachen, das ist natürlich geschrieben noch viel, viel schwieriger zu kapieren. Ich weiß noch, als Janis das zum ersten Mal gelesen hat, dann meinte er so, ja, ich muss es, glaube ich, noch mal lesen. Nachdem ich das schon viermal gelesen habe, Alter. So, ist doch nicht so wichtig. Passt schon, wird schon gehen. Aber das sind für mich Riesenkomplimente, klar. Also das ist, ich finde so, okay. Ja, also Lynch habe ich noch gehört, wo ich so gedacht habe, wow, danke schön. Gerade diese Übergänge, mir ist aufgefallen, es gibt auch ganz viele so Sound-Cues, so Szenen, wo du schon von der nächsten Szene einen Sound irgendwie so hörst, dass dir aber in dem Moment nicht bewusst ist, weil er auch noch zur aktuellen Szene theoretisch passen könnte. Und dann so, also hast du es auch sehr viel mitgespielt, mit diesen Übergängen von den Szenen, ne? Ja, die auch, wenn du so willst, in der, also das, wenn man jetzt, wenn man das ernst nehmen will, das ganze luzide Träumen-Ding, was es ja wirklich gibt, es gibt ja wirklich Leute, die, ich gerade Janis vorhin erzählt, die echt Stein und Bein schwören, dass sie jeden Abend Partys feiern mit Rihanna und Beyoncé auf Barbados am Strand. Ganz geil. Ja, das ist nicht schlecht, wo ich auch sage, hört sich gut an. Also da hat man das ja auch, dass du dieses, also um das zu schulen, machst du Folgendes, dass du fürs Traumtagebuch, das heißt, in dem Moment, wo du aufwachst, schreibst du es sofort auf, weil du, ich glaube, innerhalb von 20 Sekunden ist der Traum im Allgemeinen weg. Ja. Und so trainierst du sozusagen diesen Traumzustand als solches bewusst wahrzunehmen. Und da entstehen genau diese Momente. Kennst du das, wenn so ein Traum so wegfadet? Ja. Und du hast ihn noch und dann macht er so. Und du willst auch so, und dann ist er weg. Ne? Und das sind genau diese Zustände, haben wir versucht, so ein bisschen, oder Thomas und im Schnitt haben die es versucht herzustellen, dass man dieses. Ja, man kann, es gleitet einem weg, so genau. Richtig. Ja. War bei mir immer, hatte ich so eine Zeit lang so immer den gleichen Albtraum und bin dann immer aus der Decke gefallen und hab noch geschrien. Ich bin erst von einem Turm runtergefallen, dann aus der Decke und dann. Und das ist das, und das ist so ganz viel Sound, und deshalb hat man auch so Bock gehabt auf den Film, weil du liest andere Drehbücher und hast eigentlich ein ungefähres Verständnis davon, wenn das so konzeptionelle Dinge sind, was da nachher, wie das nachher alles aussieht, wie das aneinander geschnitten ist, dass du keine Ahnung hier bei dem Ding. Ich glaube, weil wir auch nochmal viel verändert haben, ne? Also so chronologisch ist nochmal
ganz viel passiert, auch gegenüber dem Buch. Unheimlich viel. Aber du hast jetzt gesagt, du hast das Drehbuch viermal gelesen und hast nicht so wirklich durchblicken können. Naja, also nicht zur Gänze, nee. Also, ja. Aber weil es ja auch auf ganz viele verschiedene Arten und Weisen verstanden werden kann. Ja. Ne? Also das ist ja auch das Schöne. Und das ist auch das, was ich Gott sei Dank, weil ich kurz ein bisschen so an meiner Intelligenz gezweifelt habe, letztens nochmal ein Interview gesehen habe mit DiCaprio, der auch von Inception redet und sagt, ich habe das auch nicht komplett verstanden, so zum Schluss. Ne? Und ich glaube, das Schöne an dem Film ist es eben, dass es darum auch gar nicht in erster Linie geht, sondern es geht darum, wie das erzählt wird und dass ich dranbleiben will und dass ich das verstehen will und dass ich das vielleicht zum Schluss auf meine ganz eigene persönliche Art und Weise verstehe. Und dann beginnt ein Gespräch, weil du hast das anders verstanden und du hast es anders verstanden. Und das, finde ich, muss ja eigentlich ein Film machen. So, ne? Also ja, vor allen Dingen, ich würde ganz kurz daran ansetzen, die Charaktere im Film checken es ja auch nicht direkt. Und die müssen es ja auch erst lernen. Und das finde ich eigentlich ganz geil, weil du hast das Gefühl, du bist mit denen so. Und in dem Moment, wo weiß ich, Hagen irgendwie das Gefühl hat, er hat gerade was gecheckt oder was entdeckt, in dem Moment entdeckt der Zuschauer auch was. Du gehst quasi, also man hat diese Erfahrung quasi mit den Charakteren. Das fand ich eigentlich ganz geil. Ja, das hat auch ganz viel. Auch da wieder kommt Thomas, mein Kameramann Thomas Kinas, ins Spiel, der es darüber hinaus eben auch geschafft hat, was von Anfang an auch eine Frage war, nicht offen zu perspektivieren, das heißt, wir beobachten nur und ihr identifiziert euch, sondern dass wir der Draufsicht ein Leben geben, ne? Das ist so ein bisschen, wir haben komischerweise, also wenn man über Filme spricht, an die wir gedacht haben, visuell rein, was die Perspektivierung betrifft, haben wir viel an Roma gedacht. Weil Roma es sich so getraut hat, weißt du, so ein ganz einfach ein Lebewesen zu sein, wo eine Kamera, weißt du, eine ganz eigene Sicht der Dinge hat. Um halt dann eine Distanz zu schaffen, quasi, für diesen Kopf weg, den du ja ausgesetzt hast. Entschuldigung, das darf man sagen, ne? Boah, darf man das sagen. Ich hab Fick gesagt. Kopf? Ach so. Ich hab Abbruch. Toll, können wir rausgeben. Nee, aber das, ne, weißt du, um eine Distanz zu schaffen, um das klarer zu definieren. Aber sind wenn wir klassisch jetzt an der Perspektivierung von Hagen dran geblieben wären, dann hätte das sicherlich tatsächlich zu einem Chaos geführt. Und so hat man das Gefühl, es führt einen immer noch so ein bisschen einer durch diese Bilder. Aber war das dann ein Begriff, Kopffick, den er benutzt hat? Das war beim Warm-up, hast du gesagt, lass mal Köpfe ficken. Los geht's. Das haben wir von Anfang an gesagt. Und Und jetzt hat er mir schon erzählt, wenn er so Drehbücher liest und so, ne, dann muss er nicht wissen, welchen Stammbaum die Figur hat, sondern er braucht einen, wie hast du es so schön ausgedrückt, einen Geruch. Ein Gefühl, irgendwas, irgendein Biss, irgendwo, wo man ansetzen kann. Ja. Hat er dir einen solchen Geruch, so einen Biss oder irgendwas mitgegeben? Ja, beziehungsweise, glaube ich, einfach einem die Freiheit gegeben, dass alles irgendwie möglich ist und dass sich das auch, also das muss man sich selber auch geben in dem Fall, dass sich ganz viel auch erst da entwickeln darf am Set so, ne? Dass man jetzt merkt, ah, okay, der ist jetzt in der Stimmung oder dass man vielleicht am Set erst auch nochmal Dinge entdeckt. Und ich für mich hatte schon auch ein klares Gefühl und zwar auch durch das Buch und das meine ich auch wieder. Also auch das Drehbuch hat genau wie der Film jetzt so funktioniert, dass ich da schon ein klares Gefühl zu dem hatte oder einen klaren Geruch, was auch immer. Ne? Aber es wird einem jetzt nicht erklärt, ja, und deshalb ist der so, weil der hat das und das und das erlebt. Und das ist aber ja das Schönste, weil ich mich da selber hineinprojizieren kann. Und Moritz sagt mir dann nur noch, mach noch mal in die Richtung oder in die Richtung. Aber eigentlich ist es eine totale Freiheit und braucht man diese ganzen Antworten nicht. Und mit Leben wird es durch andere Dinge gefüllt, also eben durch ein Gefühl. So. Und das entsteht oft sehr, sehr stark am Set. Und es ist auch eine ganz, ganz krasse visuelle Komponente. Ne? Also ich habe irgendwann beim Drehen gemerkt, wie viel mehr sich über Visuelles erzählen lässt im Kino oder im Film. Das war für mich eine der größten Sachen, die ich gelernt habe. Ne? Also wir Schauspieler, wir suchen ja immer nach einer Befindlichkeit und nach einer Wahrhaftigkeit. Ne? Wir wollen immer uns in der Figur finden und wollen sie mit Wahrheit ausfüllen und wollen eine Wahrhaftigkeit finden. Ne? Und oft ist es einfach so, nicht blinzeln, Janis. Mhm. Nicht blinzeln. Mhm. Nicht blinzeln. Ich weiß es lang, nicht blinzeln. Und du sagst, ja, aber Dicker, ich muss blinzeln. So, ne? Ja, ja. Was hat das jetzt mit der Befindlichkeit der Figur zu tun? Ja. Ich bin doch mal hier und just don't blink. It's all there, ist alles da. Nur gucken, nicht blinzeln. Und das ist natürlich manchmal schwer auch. Und ich habe das selber. Also ich wusste schon immer um diese Kraft im Kino, habe das aber für mich noch viel, viel, viel stärker gelernt und vor allem auch gemerkt, wie sehr das eine Schwäche des deutschen Kinos ist. Mhm. Dass wir uns nicht darauf verlassen,
dass ein Gefühl sich transportieren lässt, ohne ein riesen übertriebenes Sendungsbewusstsein von einem Schauspieler, der nach einer Wahrhaftigkeit sucht, sondern einfach, weil das Bild das erklärt, ne? Buñuel, ne? Der andalusische Hund. Nein, es ist, weißt du, so. Der Blick ist der gleiche. Auf die Kraft der Bilder zu vertrauen. Richtig, und es auf ist die Information, die mir sagt, er fühlt jetzt das. Ja. Und sobald du so machst, ist die Verbindung weg. Und der Zuschauer sagt, was jetzt, ne? Hat er da geblinzelt? Ja, es ist, nee, was für den Zuschauer sich überträgt, ist, du lässt ihn nicht mehr die Geschichte erzählen. Ja? Der Zuschauer hört auf, sich die Geschichte zu erzählen, weil er deiner Wahrheit unterliegt. Ja, ja. Weil du blinzelst. Ja. Diese Wahrheit musst du ihm quasi wegnehmen, sodass er bei dir bleibt und seine Wahrheit hat und dich anguckt und sagt, und sein Kino im Kopf anfängt. Das ist ja auch, wenn du so willst, die Grundmotivation von Cortex gewesen. Wenn wir nachts pennen gehen, Alter, haben wir alle Kino. Wir haben alle Kino. Wir machen die Augen zu und wir haben Kino. Was du willst. CinemaScope, IMAX, you name it. In Farbe, schwarz-weiß, you name it. Wer spielt denn die Hauptrolle? Wer hat's geschrieben? Du. Weißt du, worum es geht? Keine Ahnung. Weißt du, wie sich die Geschichte entwickelt? Keine Ahnung. Wie geil ist das denn? Aber sah geil aus. Siehst du? Scheiße, ich traue das noch viel geiler aus. Es ist jetzt schon faszinierend, dir zuzuhören, weil man hat schon das Gefühl, dadurch, dass du halt auch jahrelang als Schauspieler tätig warst, das ist natürlich auch ein Handwerk, was du, sag ich mal, aus dem FF kennst und dann jetzt in diese andere Rolle schlüpfst, dass du auch noch mal ganz anders dich auch in die, sag ich mal, Leiden eines Schauspielers eben reinversetzen kannst oder vielleicht auch denen Hilfestellung geben kannst oder so. Würdest du sagen, dass das auch ein Vorteil war auf jeden Fall? Es gibt ja auch viele Regisseure, weltbekannte Weltregisseure, keine Ahnung, Steven Spielberg und Co., die nicht schauspielerisch tätig sind, die es auch gut können. Aber würdest du sagen, das hilft? Ich würde sagen, grundsätzlich ja. Und würdest du sagen, es hilft, dass du mit ihm connecten kannst, auch auf der Ebene? Ja, ich glaube, es ist auch die Art und Weise, wie man miteinander redet und wo man jetzt vielleicht auch viele Regisseure irgendwie eher das Gefühl haben, oh, ich muss dem jetzt helfen und jetzt muss ich zu ihm kommen und ihm das und das und das sagen, muss ihm Sicherheit geben und dies und jenes. Und ich glaube, manchmal ist da auch mehr, weniger mehr. Also so genauso wie das bei mir im Spiel war eben mit dem Nicht-Blinzeln und so. Ne? Darauf muss man ja auch vertrauen können, dass das gerade deshalb mehr wirkt. Also wenn ich nicht blinze und einfach nur da bin und einfach nur das Bild das einfängt. Und darauf muss man vertrauen und der Regisseur muss auch auf den Schauspieler vertrauen. So. Und ich glaube, das war ganz viel da, dass so ein Verständnis einfach da ist für das, was in einem Schauspieler auch vorgeht. Ja. Ich finde das persönlich unheimlich wichtig. Also ich würde mir wünschen, dass die Regisseure das zumindest einmal in ihrem Leben gemacht haben, sich vor eine Kamera stellen. Und zwar am besten noch nicht nur Schauspiel, sondern wirklich vor einer Kamera mit. Weißt du? Weil dann verändert sich auf einmal alles. Es gibt so viele Menschen, die sagen, ach, hier Schauspieler, da bist du an Bord reden, komm mal her, was da hier Kamera, mach mal Klappe. Du wirst sehen, halt denen wirklich eine Klappe vor das Gesicht und stell sie wirklich vor 30 Leuten, so klein mit. Aber würdest du sagen, das ist, muss immer sein? Also ich meine, ich würde jetzt mal einige Regisseure, sag ich mal, nennen können, die trotzdem nicht vor der Kamera, also obwohl sie nicht vor der Kamera standen, schon einfach geile Filme hervorgebracht haben. Ich glaube, das setzt voraus, dass man Schauspieler wirklich machen lässt. Ich glaube, wenn man ein Regisseur ist, der, ne, wie Spielberg, I hire the best people in the world, tell them how great they are. Wenn du sagst, mach deins und vertraust, dann brauchst du davon eigentlich gar nicht viel wissen. Wenn du so ein Regisseur bist, der eben an die innere Wahrheit dieser Figur, kennst du diese Art von Regisseurin, dann wäre es vielleicht auch ganz gut, wenn du es mal selber gemacht hättest, weil weißt du, nerv mich, was weißt denn du schon, weißt du so. Aber kennst du, weißt, was ich meine, diese Art von, die gibt es, ne? Es ist eine Form von Empathie auch, ne? Einfach total. So. Und auch und loslassen. Es ist einfach ganz wichtig, dass man, also das sag ich jetzt, das ist, so ein Regisseur bin ich. Ich bin einer, der, ich bereite den Boden so, ich bereite das Feld und dann hole ich mir diese ganzen tollen Menschen, die alle so geil begabt sind und die machen alle mit. Was der große Vorteil ist, den ich habe. Diese haben alle ja gesagt so, keiner hat gesagt, er macht nicht mit. Und die sind alle so gut wie der, was kann mir dann noch passieren? Dann kann ich mich nur daran erfreuen, dass ich von diesen ganzen tollen Leuten dieses tolle Zeug bekomme. Hast du auch Druck empfunden? Weil ich kann mir vorstellen, dann ist natürlich auch, du hast nun mal auch einen sehr großen Namen in diesem Business und du wirst in jedem Interview, wie auch bei uns jetzt natürlich darauf angesprochen, dass da eine Erwartungshaltung auch ist, der du gerecht werden musst. Ja, aber weißt du, die Freude, das gemacht zu haben, die überwiegt dieser Angst, die, wenn sie überhaupt da ist, bei Weitem. Weil für mich das Größte ist, das gemacht zu haben. Also da bin ich echt ein bisschen stolz drauf. Und ich hasse dieses Wort eigentlich im Zusammenhang mit so, ich bin stolz. Aber da bin ich echt ein bisschen stolz drauf. Weil da muss man erstmal machen. Du musst das erstmal schreiben. Ja, ist so. Du musst das erstmal schreiben. Dann musst du Idioten finden, die das machen. Dann musst du erstmal machen.
Und das ist das, die Freude darüber, das gemacht zu haben und jetzt hier mit euch drüber reden zu können, das ist, da können jetzt 1000 Leute sagen, sie finden es kacke. Das, nö, ist mir dann echt egal. Ich habe meins gemacht, ich habe es so gut gemacht, wie es ging. Und ich hoffe, nächstes Mal mache ich es noch besser, weißt du? Aber nee, ich habe ehrlich gesagt keine große Angst vor. Du hast ein bisschen Blut geleckt. Nicht nur ein bisschen, also das mit dem Schreiben, das würde ich schon gerne weitermachen. Ja. Ich würde das gerne. Aber was war zuerst da? War zuerst das Buch da oder zuerst der Wunsch, Regie zu führen? Das Buch. Ich habe immer schon geschrieben. Ich schreibe schon, seit ich relativ jung bin, mit 16 schon angefangen, Sachen zu schreiben und mir Geschichten auszudenken. Das geht eigentlich noch weiter zurück. Also ich habe, dadurch, dass ich halt auf Probebühnen groß geworden bin, viel, ne, mit meiner Mutter. Und meine Mutter hat mich halt mit 10 schon gefragt, und, was denkst du in der Generalprobe von Gorki der Park, weißt du? Dann sitzt du da mit deinen 10 Jahren und sagst, naja, ich finde, weißt du? Aber das Geile war, meine Mutter hat das halt ernst genommen. Die hat halt wirklich ernst genommen, was ich sage. Und da habe ich mich unheimlich bestätigt gefühlt und habe so gedacht, doch, das, wenn die das spannend findet, was ich darüber zu sagen habe, vielleicht ist es gar nicht so blöd. Und ich glaube, da ist das irgendwann geboren. So dieses sich für, ich habe mich immer auch als Schauspieler, das siehst du auch an den Filmen, die ich gemacht habe, immer mehr, viel mehr für die Geschichte und für das Ganze interessiert, als für die Figur, die ich spiele. Die Figur, die ich spiele, die ist so schön, klar, ist gut, wenn sie knackt, aber viel wichtiger ist mir der Film, weißt du? Ich will dann halt, dass diese Geschichte erzählt wird. Und das war auch als Schauspieler schon immer so. Aber nutzt man nicht auch als Schauspieler die Gelegenheit, die einem sich bieten, wenn man weiß, man ist sowieso nicht so groß im Film drin? Wie meinst du? Naja, zum Beispiel, weiß ich nicht, hier, Herr Ostscholek, nee, wie heißt der? Niki von Ostscholek. Ostscholek, ja. Der war jetzt, ist ja so gesehen nicht lange im Film drin. Mhm. Und der nutzt aber die Zeit, die er hat, die nutzt er völlig aus. Auf jeden Fall. Ja, ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, oder ich wüsste jetzt nicht zu sagen, ob das jetzt im Dienst der Geschichte war oder halt einfach, weil er sich gedacht hat, ey, ich habe jetzt hier die Zeit und da gebe ich mal, also da geb ich Vollgas, da hole ich alles raus. Kann es nicht manchmal sein, dass auch genau eben diese Einstellung nicht unbedingt hilfreich für einen Film ist, aber trotzdem dann einen Film irgendwie gut macht oder besser macht? Ich glaube, es ist ein bisschen wie, was Janis gerade gesagt hat. Das eine beflügelt das andere. Also Niki zum Beispiel war einer der größten Fans des Buchs. Mhm. Der hat angerufen und hat gesagt, ich finde das so geil. Ich finde das so geil. Nein, ich will das unbedingt. Ich finde das so geil. Das ist so geil. Aber ich glaube, das kam wirklich, weil er, ich will diese Geschichte erzählen. Ich glaube, das ist das, was einen dann so motiviert. Also die guten Schauspieler, glaube ich schon. Das ist, außer Leute, klar, wenn ein Schauspieler eitel ist, dann kann das auch was anderes. Aber apropos Schauspieler, als ihr eben noch nicht da wart, haben wir uns überlegt, dass wir jemanden entdeckt haben in der Castliste im Internet, den wir nicht gesehen haben, nämlich Wotan Wilke-Möhring. Und da haben wir uns ein bisschen steht gefragt. Bei IMDb im genau. Und da haben bei wir, Cortex. Ja. IMDb, guys, come on, man. Wahrscheinlich hat man den prophylaktisch einfach reingetan, weil er fast in allen deutschen Filmen mitspielt. Nee, ich kann dir sagen, woher das kommt. Weil warte, Wotan, kannst du uns das kurz gleich nach der Werbung sagen? Ja, wir machen einmal kurz Werbung. Und melden uns gleich zurück mit spannenden Einsichten zu Cortex. Willkommen zurück zu unserem Auf einen Drink Spezial. Und wir wollen jetzt hier klären, wieso Wotan Wilke-Möhring bei IMDb als Darsteller von Cortex gelistet ist. Obwohl wir ihn nicht gesehen haben. Weil er hätte mitspielen sollen. Er hätte mitspielen sollen? Ja, und er konnte dann nicht. Weil er jetzt ja unheimlich wichtig geworden ist und meint, er hat was Besseres zu tun. Nein, er konnte wirklich nicht. In Wirklichkeit hat er das Drehbuch auch einfach nicht verstanden. Ja, das hat er auch viermal gelesen. Du, Moritz, hab das jetzt viermal gelesen, ganz ehrlich. Ja, ich habe keine Zeit, ich bin raus. Nee, er hatte tatsächlich, nee, es ging leider nicht. Er hätte mitspielen sollen, es ging leider nicht. Für welche Rolle? Ist ja wurscht. Aber ist interessant. Findest du? Nein, das ist immer so, weißt du, das ist immer so. Ich bin dann eingesprungen. Okay. Genau. Aber jetzt mal eine Frage. Der Film öffnet ja mit diesem, wie heißt diese Schlafkrankheit? Hyposomnie. Hyposomnie. Wieso? Also ich meine, was hat dich so dann gereizt? Hätte dieser Film auch mit einer anderen, weiß ich nicht, Störung oder mit einem anderen, weiß ich nicht, Auslöser funktionieren können? War das für dich auf jeden Fall das entscheidende Thema? Ja, das Thema war schon, also ähnlich wie, ist auch eine Parabel für, weiß ich nicht, Leute, die verrückt werden. Jemand, der sich selbst immer mehr verliert und sich dann aber in diesem Fall in jemand anderem wiederfindet. Also so sehr von dieser zweiten Realität, die da im Raum entsteht, in die Ecke gedrängt wird und von sich selbst weggedrängt wird, dass er zu ihm wird. So. Das war dieses etwas abstruse Bild, was ich da im Kopf gehabt habe. Ja, weil ich meine, wo wir wieder bei Nolan wären, Insomnia, hat man ja schon mal gesehen, also weiß man ja, okay, der weiß einfach nicht mehr, ob Tag oder Nacht ist oder ob er träumt oder nicht. Aber bei dir ging es ja wirklich entschieden darum, also das habe ich vorher noch keinem Film gehört,
dass diese Träume einen so fertig machen, dass du am Tag halt völlig am Arsch bist. So, ja? Und dass das natürlich sich nochmal auf deine Psyche niederschlägt, wie gesagt, hatte ich bisher in dem Film noch nicht so irgendwie thematisiert. Gesehen. Ja, was das erzählt, ist ja, dass der erlebt das ja wirklich. Das ist ja das Problem. In dem Moment, wo er von ihm träumt, der erlebt das wirklich. Also, wenn er aufwacht, hat er das gerade wirklich erlebt. Dementsprechend müde ist er. Deswegen ist es natürlich auch keine Hyposomnie, sondern eben was ganz anderes. Aber die Idee ist, genau, die Idee ist tatsächlich da geboren, wo, ja, das geht natürlich auch auf mein Leben zurück und das, was mich als Schauspieler auch ausmacht, mit meinem Beruf, den ich jetzt seit, ich weiß nicht, wie viele Jahren mache. Und wir werden ja, wir verbringen ja große Teile unseres Lebens damit, nicht wir selbst zu sein, ne? Oder zumindest so zu tun, als ob. Und wir werden natürlich dafür auch noch gefeiert. In einer Welt, wo es nur um Authentizität und Realness geht und so, weißt du? Mhm. Und trotzdem klopft man uns auf die Schulter, wo wir nichts anderes zu tun, als wären wir wer anderer. Mhm. Und ich glaube, das ist ein gesellschaftlicher Allgemeinzustand, dass es unheimlich viele Menschen auf dieser Welt gibt, die eigentlich vielleicht nicht so wirklich das Leben leben, was sie eigentlich vielleicht gerne leben würden. Und sich dann halt, ja, damit abgefunden haben und bestimmte Dinge nicht tun, weil sie Angst haben vor sozialer Ausgrenzung, weil sie Angst haben vor eine Ungewissheit, was sie erwartet und so. Und das ist was ich faszinierend finde. Ne? Also der freie Wille. Ne? Wir alle sind hier unter Gottes Himmel, ob man an ihn glaubt oder nicht, und haben die Möglichkeit, zu jeder Zeit das zu sein, was wir sein wollen, ja. So, weißt du? Und gleichzeitig gibt's und wollen auch alles sein, so. Und was aber bei uns ja auch eine große Rolle spielt, ist, wie man so den Wert des eigenen Lebens durch andere oder durch einen Perspektivwechsel auch wieder zu schätzen weiß und wiederentdeckt, so, ne? Und das finde ich, ist für mich ein ganz großes Thema bei dem Ding, so. Das fand ich tatsächlich mit so eigentlich den spannendsten Aspekt, diese Ehe, nochmal aus dieser neuen Perspektive, aber unter dem gleichen, soll man sagen, Schein oder unter dem gleichen Bild, aber halt von einer anderen Perspektive aus zu betrachten. Und wo ich gedacht habe, eigentlich wäre es doch die viel bessere Lösung. Ja, damit spielt der Film ja auch. Vielleicht ist es das, wer weiß. Vielleicht wäre es das gewesen. Weiß, kann gut sein. Aber vielleicht hätte Hagen als der spätestens in dem Moment, wo er, ohne jetzt zu viel zu spoilern, die, sage ich mal, schöne Frau in Rot kennenlernt, die ihm davon erzählt, dass er ja vielleicht tatsächlich ein Leben hat und die ihm erzählt, dass da vielleicht gibt es das ja alles wirklich. Vielleicht wäre Hagen glücklicher gewesen als Nico. Als neue Perspektive, ne? Wer weiß. Ja. Vielleicht hat er das. Das war verkackt. Sogar, weißt du noch, da haben wir noch drüber geredet, ja. Dass wir bei diesem Body Switch haben wir überlegt, ey, vielleicht stellen beide fest, dass sie im anderen Leben, jeweils im Leben des anderen. Ich habe so einen schlechten Film gemacht. Das ist so geil, Alter. Das ist so schön. Ich bin so beseelt von diesem Presseschlag. Ne? Wir haben ja heute schon ein paar Interviews gemacht und die ganze Zeit, ich denke, was ist denn los? Was ist denn anders als sonst? Also, weil halt nicht diese gleichen Fragen gestellt werden und die gleichen Antworten immer, sondern es entstehen Gespräche so und jeder hat sich verstanden und will es wissen oder hat es verstanden und der andere hat es anders verstanden. Das ist wirklich schön. Ja, ja, und es fühlt sich auch an, wie als wären Journalisten. Weißt du, so, wie als würdest du ihnen mit Respekt ihrer Intelligenz gegenüber begegnen. Weißt du, so blöd das klingt, aber ich habe das wirklich so empfunden. Und ich habe nun auch schon Filme ins Kino gebracht, wo man jetzt vielleicht inhaltlich nicht so viel drüber reden kann. Und dann, ne, gibt's ja auch. Und ich habe das Gefühl wirklich, zum Beispiel? Das weiß ich nicht, ich hab den Namen vergessen, aber es, ne, ich hab das Gefühl, dass Journalisten so sagen, ey, danke. So, ja. Danke, das cool. Jetzt hab ich ja mal was zu tun, endlich. Ja, ja, ein bisschen, vor allem, ja. Auch zu freundlich, dass du uns als Journalist bezeichnest. Ja, ich habe jetzt nicht euch gemeint, okay. Ne? Das ist klar. Also. Aber ich finde auch, also wir haben auch drüber geredet, über deine Rolle und also als Regisseur und haben uns auch überlegt, du hättest es dir leichter machen können mit anderen, mit, weiß ich nicht, die Leute. Du hast ganz viele unterschiedliche Rollen. Wie formuliere ich das jetzt? Das ist nicht so. Aber du hast schon, man erkennt dich in vielen Rollen. Natürlich erkennt man diesen, ja, ich weiß nicht, was ist dein Markenzeichen? Ein bisschen frech, ein bisschen frontal drauf, keine Ahnung, so. Und da warst du direkt von der ersten Szene an direkt auch ein anderer, ein schwermütiger. Gut, wir haben dich in deinem letzten Film, bei dem du hier warst, auch die Seite des Mondes. Ja, war auch schwermütig. Aber ich weiß nicht, es war auf jeden Fall so, du hättest, weiß ich nicht, einen leichteren Film wählen können, finde ich, vom Stoff her. Und du hast direkt was gewählt, was ambitioniert ist, was auch krass im fiktionalen Bereich ist, ne? Also, wo du auch mal gesagt hast, Alter, wir können hier in Deutschland auch mal Fiction machen, die über Klassen
Popelkacke, keine Ahnung, so, sondern wirklich einfach mal so, komm, lass uns mal einen geilen, düsteren Thriller mit einem Twist oder so machen, so, und das ist super ambitioniert, und das finde, das ist das, wo ich als Journalist, aber wo ich als Fan, als Filmfan, der nicht immer cool auf deutschen Filmen zu sprechen ist, sage ich auch ganz ehrlich, so habe ich oft einfach meine Probleme mit, haben wir auch schon ganz oft drüber geredet, aber das ist endlich mal was, wo ich sage, ja, endlich traut sich mal jemand was, so, mach doch mal mehr von so einem Shit, mach doch mal mehr, ich weiß, der Osten hat viele Geschichten zu erzählen, aber ich habe sie gefühlt jetzt auch alle gesehen. Es ist, ja, ja, es ist vor allem, also was man muss vielleicht noch dazu sagen, ich wollte das echt nicht spielen. Ne? Ich war wirklich, das ist nicht so, dass ich gesagt habe, so, ich krieg nur scheiß Golden oder was, oder ich möchte jetzt auch einmal oder so, und ich mache das mir, im Gegenteil. Ich wollte mich nicht haben, wirklich gar nicht. Und es war dann so, dass wir halt, das habe ich halt unterschätzt, dass man muss dann halt irgendwann drehen, wenn man dann Gelder hat. Ne? Da kann man dann auch nicht sagen, können wir nicht noch 3 Wochen schieben? Nein, können wir nicht. Selbst, gar nicht. Wenn man selbst der Produzent ist, natürlich nicht, ey. Du hast ja irgendwann Motive. Das geht nicht. Das ist ja so ein Film, ist ja, wenn das einmal getaktet ist, ist das getaktet. Dann musst du drehen. Wenn du nicht drehst, dann kannst du die Gelder zurückgeben und das war's. Und bist pleite. Aber was würde sich denn verschieben tatsächlich, wenn man 3 Wochen die Dreharbeiten nach hinten verschiebt? Weil ich habe dafür gerade gar kein Vorstellungsvermögen. Wenn du jetzt die Straße des 17. Juni sperrst, am 14.3. Also so weit ist man quasi schon. Man hat ja, alles logisch, schon. Klar, sonst kannst du nicht innerhalb von 2 Wochen sowas zum Beispiel überhaupt möglich machen. Oder wenn du ein Gerichtsgebäude drehst am, weiß ich nicht, Samstag, den so und so vielten, da kannst du nicht so einfach hingehen und sagen, können wir nächste Woche kommen? Ja. Das geht nicht. Du musst es dann wirklich auch leider an dem Tag machen. Und das habe ich massiv unterschätzt. Weil ich bin eine relativ faule Sau und habe so gesagt, es wird schon, ich finde noch einen, kein Problem. Und da habe ich irgendwann gemerkt, so, ich finde doch nicht so richtig ein, doof. Hm. Und die ich wollte, die hatten keine Zeit, weil das ist ja dann auch oft so, wir sind ja nun auch in Deutschland, ich habe riesiges Glück gehabt, dass ich Janis bekommen habe. Das sind ja auch, man muss ja auch erstmal da anfangen. So viele wirklich schillernde, berühmte, geile, begabte Stars Mitte 40 gibt es in Deutschland nicht. Das muss man einfach mal so sagen. Wir sind nicht mit einer Kultur hier gesegnet, die bei Mathieu Almeric anfängt, über Vincent Cassel zu Yvonne Attal, zu Guillaume Canet, zu you fucking name it, weißt du, wo du in Frankreich wirklich, also da kannst du, das ist bei uns nicht drin. Und dann, natürlich wollte ich auch irgendwie einen Schauspieler, der, den man kennt, das ist für einen Kinofilm gut, so. Schon nicht schlecht, wenn man einen Namen hat, den man auf dem Brett lag, wo man sagt, so. Und den habe ich dann irgendwie nicht gefunden und dann haben wir sogar umgeschrieben international, habe sogar auf Englisch übersetzen lassen, kurz gedacht, ob wir das nicht international machen, wirklich. Das ging dann aber, wäre auch wahrscheinlich auch mit den Förderern ein Riesenproblem geworden. Obwohl ihr hier in Deutschland gedreht hättet? Ja, logisch. Das kann man ja super machen mittlerweile. Also, ja, ne? Das ist ja eh ein Prinzip, was Dings damals vorgemacht hat. Wie heißt er, der Franzose? Fifth Element. Luc Besson. Der ja, also mit Transporter und so, ne? Also der Trick zu sagen, wir tun so, als wäre es amerikanisch. Das hat jetzt schon mehrfach sehr gut funktioniert. So. Und das hätte man auch probieren können, ne? Aber ich habe auch gemerkt, das ist Quatsch und ich wollte das auch auf Deutsch machen. Und dann hat eigentlich mein Partner in der Firma, Emek, immer gesagt, du, ich kenne da diesen Moritz, bleib treu. Kennst du den? Ich habe gesagt, ja, ich mach das ganz okay. Ja, der hat diesen Film gemacht, ich war gestern auf der Premiere von den Abgeschnitten, ne? Da habe ich den gesehen auf dem roten Teppich und dachte nur so, ey, der ist eigentlich richtig. Dann bin ich zu dem hin, hab den gefragt, der hat gesagt, der wird das machen. So, ne? So echt hat er gesagt, er so, ja, der wird das machen, glaub mal. Und Arnmatt, das kostet gar nichts. Der macht das für umsonst. Ich so, echt macht er umsonst? Ich sag, ich will den nicht haben. Er so, ey, überleg's dir, scheint nicht von sich zu halten, wenn er es umsonst macht. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe ihn dann irgendwann besetzt und jetzt sagt, der Regisseur sagt, hat er doch ganz anständig gemacht. Nach wie vor nicht perfekt besetzt, aber egal. Er hat's gut gemacht und alle anderen sind mittlerweile, glaube ich, ganz glücklich. Aber in einer, sag ich mal, Traumwelt, ja? Wen hättest du in deiner Rolle gesehen? Ich hatte viel mehr so einen Bryan Cranston-mäßigen Typen im Kopf. So ein bisschen verschlagen, Brille, vielleicht, weißt du, ein bisschen älter noch und ja, so ein bisschen verkopfter, vielleicht eine Halbplatte, weißt du, so. Ja, ein Kaufhausdetektiv, weißt du, so einer, der ein Bulle werden wollte, es hat nicht funktioniert, dann ist er irgendwie so, ja. So, das war und dann ich hatte, aber du hast das schon ganz gut gemacht, also muss man jetzt auch nicht ging, ne, war okay, ja, das ist okay, kann man schon machen. Der ist nicht so schlecht, dieser Untreu. Der ist nicht so schlecht. Das geht schon. Ja. Hat ein bisschen viel gemacht, ein bisschen übersättigt, sag ich mal. Ja. Haben wir zu viel geblinzelt für meinen Geschmack. Ja, das auf jeden Fall. Muss er noch lernen. Das auf jeden Fall. Wie kamst du auf Janis?
Gab es irgendwas Ausschlaggebendes von Jannis, was du gesagt hast, ey, das ist jetzt auf jeden Fall genau das, was ich brauche? Rubinrot, glaube ich, hast du gesehen. Was ist das? Rubinrot hast du gesehen. Ja, natürlich, klar, seit Rubinrot wollte ich immer schon mit Jannis sehen. Ich habe gesagt, oh mein Gott, ist das der? Nee, Jannis ist ein Filmstar. So einfach ist es. Und wir haben, also, das ist immer so blöd, so dieses, ne, was ist ein Movie-Star, was ist ein begabter, toller Schauspieler, was ist beides? Und das ist halt gar nicht so häufig. Es gibt Movie-Stars, die funktionieren auch in dieser Situation unheimlich gut. Chris Hemsworth. Ja, weiß ich nicht, müsste man noch beweisen. Ich habe den schon teilweise gar nicht so schlecht gesehen. Aber es stimmt, wird in so eine Richtung gehen. Ja, ganz ehrlich, Cruz gehört für mich auch dazu. Also der ist physisch natürlich jetzt auf einem anderen Niveau. Was der physisch macht, ist irre. Aber rein emotional schauspielerisch, da geht noch was, sage ich mal. So. Also, und das ist ja auch nicht schlimm, die muss es ja auch geben. Aber in den seltensten Fällen hast du sowas. Das ist beides. Aber es war für mich unheimlich wichtig, dass ich einen Movie-Star da hab. Ich will im Kino Identifikationsfläche. Und ich will auch Helden, weißt du? So sehr sie vielleicht gebrochene Helden sind, aber ich will Helden. Für mich war das Kino immer ein Raum, in dem ich mich im besten Fall in alle verliebe. In die Alte, in den Typen, in alle. Und ich einfach sag, boah, geil. Ich finde, das gehört für mich irgendwie dazu. Weißt du, was ich meine? Ein Kino, was es ist immer so, es ist realistisch und es muss alles echt sein und so. Und ich denke mir immer so, nee. Soll Bock machen. Ja, genau. Muss nicht echt sein. Muss gar nicht echt sein. Ihr macht, was ihr wollt. Das ist doch das Tolle im Kino. Aber ich will ein Gesicht, wo ich sage, way. Und ich wusste so, das ist, ja. Wir haben ihn immer unseren kleinen James Dean genannt, ne? Der Vergleich ist auch natürlich sehr fies. Haben wir denn nicht noch ein schickes Buch? Ich weiß nicht, stimmt, du hast das Dean-Buch. Ich habe das Buch bekommen. Aber es ist wirklich so. Ich habe ihn immer wieder in Momenten erlebt, wo er mich so an Dean erinnert hat, weil er einfach so eine, wie soll man sagen, naiv im besten Sinne, ne? Naiv im Sinne von unreflektiert, nicht prätentiös, uneitel, ne? Einfach da ist und trotzdem noch versucht, so viel mehr zu sein. Wenn ich ihm irgendwas gesagt habe, ich dachte, ist schon da, ist schon fertig. Na mal, ja, aber ich könnte noch, meinst du nicht, wenn man jetzt, ich sag, ja, klar, mach, aber ist schon da, schon fertig. Hat sich mal richtig genervt, dass er gesagt hat, ist okay, obwohl du eigentlich gedacht hast, nee, ist nicht okay, ich kann das besser? Nee, ich hab das von Anfang an, das war wirklich, also, ich meine, wir haben da gerade drüber geredet, ne, dass sich auch nochmal so meine Arbeit als Schauspieler wirklich ein bisschen verändert hat. Und ich habe das heute Morgen schon erzählt, dass ich irgendwann so darauf kam, wie war das eigentlich für Ryan Gosling am Driveset? So, weil der da auch so wenig macht, der guckt, also ich meine, du drehst ja wirklich nur zwei Szenen an einem Tag. Der guckt in den Rückspiegel einmal, guckt dann wieder geradeaus. Und darauf zu vertrauen, dass das bildlich so funktioniert, also und dass du eben so, dass das deine Arbeit ist, jetzt so wenig zu geben, so wenig, das war für mich total spannend und so Neuland. Und dann ging es aber natürlich auch darum, wie füllt man dann gewisse Szenen doch auch wieder mit Leben und das, ach, das war alles für mich ein schöner Prozess. Oder? Das ist auch absurd, was da stattfindet ganz oft. Ne? Also das eigene Sendebewusstsein hat ja oft gar nichts mit dem zu tun, was beim Rezipienten, also beim Zuschauer ankommt. Ja. Ne? Ich habe das ganz oft erlebt, dass ich was mache. Du so, ja. Blick mal, Toppelchen. Ja, 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 genau. Red weiter. Ja, nee, dass du halt denkst so, voll auf der 12, ne? Ja. So voll auf der 12, ne? Und dann wird das wird's geschaut und alle so, ja, ja, guti. Und du so, sag mal, habt ihr nicht, Digga, ich hab gerade, habt ihr nicht gesehen, was? Und die so, ja, ja. Andersrum genauso. Dann machst du irgendwas, wo du sagst, ja, ne? Ich guck halt. Und dann kommen die Leute und sagen, wie du an dieser Brücke stehst. Und wie du dann dieses Teil von der Brücke nimmst und den Stein ins Wasser wirfst. Denkst du, ey, come on, dein Problem. Euer Problem. Und dann lernst du irgendwann, wo man das ganz stark lernt, auch sind andere Länder. Kennst du das? Wenn du zum Beispiel, keine Ahnung, ihr erinnert euch an das Experiment? Ja, klar. So, schon mal genau. Ich am Ende, schlechteste Moment im Film, finde den Schraubzieher in der Kiste. Weißt du? Das war immer so ein Moment, wo man gesagt hat, ach nö, jetzt nicht, jetzt den Schraubenzieher in der Kiste finden, Alter. Weißt du, was ich meine in Deutschland? So, weißt du, alle in Deutschland so, ah, oh, Digga, ist euch nichts eingefallen? Und ganz ehrlich, denen ist wirklich nichts eingefallen. Ja gut. Russland, same situation, ne? Moskau, ich finde das Ding in der, also in Deutschland, du findest den Schraubenzieher alle so, kennst du die Leute im Kino, ne? Russland, ich spring auf, ja,
denkst du so, oh Alter, und die sagen, der Held kommt aus der Kiste und fickt die Welt, weißt du, was ich meine? Und das fanden die großartig. Also du siehst einfach, du kannst das ganz anders wahrnehmen. Und wenn wir wirklich Herr über unsere Außenwirkung wären, dann bräuchten wir gar keine Regisseure mehr. Weil dann würden wir uns immer in eine emotionale Rage spielen und allen zeigen, wie groß wir sind. Aber umso wichtiger, das ist eben oft umso wichtiger ist auch die eigene Vision, halt an die zu glauben. Ne? Also mit Selbstvertrauen zu sagen, okay, nee, pass auf, ich will das so. Und wie ist es dann für dich jetzt auch als Regisseur gewesen? Ich kann mir vorstellen, du hast so einen großen Namen, du bist einer der berühmtesten Schauspieler in Deutschland. Kommen auch mal Leute zu dir und kritisieren und sagen dir mal, Moritz, ganz ehrlich, das ist Schwachsinn, was du dir da gerade überlegt hast. Oder kann es auch sein, dass die Leute sich das nicht trauen, dir zu sagen? Nee, ich gebe mir große Mühe, mich mit Leuten zu umgeben, die das tatsächlich tun. Also Thomas zum Beispiel, Kinas, ist mein größter Kritiker, ne? Den kannst du, tut es verstehen, das ist ja scheiße, ist das neu, du verstehst nicht. Na, tut es, versteht ja kein Mensch, das ist das furchtbar, geht tut es weg. Das ist schon, nee, das gibt's, das ist, und dann höre ich auch hin. Also, aber, nee, das ist natürlich selten, klar. Aber das muss man auch, glaube ich, selber, da muss man auch selber bereit für sein. Mhm. Also man muss sich dann auch mit Leuten umgeben, wo man weiß, nö, die sagen dann auch, wenn sie was Kacke finden. Und nee, und ich bin mir auch sicher, dass wenn Jannis an einen Punkt gekommen wäre, wo er gesagt hätte, keine Ahnung, nee, ich muss hier, das Unfinished Business, ich muss hier nochmal, da ist was, fehlt was, weißt du genau, wäre ich der allererste gewesen, der gesagt hätte, wir kommen jetzt alle wieder zurück, wir müssen den Scheiß morgen nochmal drehen, weil Jannis braucht das. Ja, und ist, glaube ich, auch eine wichtige Grundvoraussetzung grundsätzlich, um einen Film zu machen. Und das ist was ganz oft, finde ich, fehlt oder was eben oft da ist, ist so eine falsche Höflichkeit in der im Umgang miteinander, dass man eigentlich immer mit den Befindlichkeiten des anderen zu rechnen hat und sagen muss, ja, lass uns das doch vielleicht nochmal machen und probier doch mal an der Stelle. Also, dass man so lieb miteinander ist, ne? Und darum geht's gar nicht, ich glaube, sondern so ehrlich miteinander zu sein. Wir sind ein Haufen filmverrückter Leute, die zusammen deine Geschichte erzählen und dann einfach ehrlich und mit Spaß da dran zu gehen und gar nichts, also, weil dann kann auch keine Verletzung passieren. Und das ist eigentlich, aber so war es ja auch, ne? Also, ich meine, auch das ganze Team, ganzen Hamburger Leute, es waren ja alles auch Freunde von dir oder mit denen du schon so viel gedreht hast und das hat man gemerkt. Und dann durch so ein familiäres Drehen ist auch eine ehrliche Arbeitsatmosphäre da, glaube ich, so. Und dann kann man auch sagen, ich verstehe es noch nicht ganz oder so, und dann wird es einem erklärt. Ja, und die Mittel sind ja auch immer ganz andere, ne? Das ist, manchmal gibt es das und dann weißt du, okay, da gibt es vielleicht auch eine Beziehung zu einem Schauspieler, wo das auch ganz anders sein muss. Also wo es vielleicht dann auch mal, weiß ich nicht, laut werden muss oder vielleicht auch nicht oder vielleicht auch eine gewisse Spannung. Oh ja. Ja, ja, ja. Es gibt zum Beispiel, kennst du das, ihr müsst euch mal, kennt ihr das Making-of von Kurz und Schmerzlos von Fadig? Nee, nee. Müsst ihr mal gucken. Und da gibt es einen Moment, wo, hast du Kurz und Schmerzlos eigentlich gesehen? Musst du unbedingt. Wenn nicht der beste Debütfilm aller Zeiten. Ach, das war sein Debütfilm. Sein erster langer. Ja, okay. Und da gibt es eine Szene, wo Adam an der Telefonzelle ist und Mehmet gestehen muss, dass Bobby Atzo gestorben ist. Und Mehmet steht und packt ihn so an der Telefonzelle und sagt so, Costa, was ist los? Costa, was ist los? Und gibt ihm so Backpfeifen. Und Adam guckt so und sagt irgendwann nur, Bobby ist tot. Das ist der einzige Satz, den er sagen muss. Scheißsatz, ne? So. Und ne, so, und es geht los. Und es ist eine Making-of-Einstellung, ungeschnitten Kamera. Und du siehst nur Mehmet. Und du, Costa, was ist los? Costa. Adam, Bobby ist tot. Und dann hörst du nur aus dem Off. Was ist das für eine Scheiße? Was ist das für eine weichgespülte Kacke, Digga? Ich will Schmerz! Ich will Schmerz, Digga, Schmerz! Costa, was ist los? Costa, was ist los? Bobby ist tot! Was ist das für ein Wichser? Also, ne? Fadig schreit ihn und beleidigt ihn aufs Übelste. Du Loser, du Dieb, du das. Wirklich, ich schwöre, du musst es dir angucken. Und nach dem fünften Mal, Costa, was ist los? Und du siehst nur, wie Adam... Und du kennst diesen Moment, ne, bei einem Schauspieler, irgendwas packt den und dann sagt er, Bobby ist tot. Und du sagst als Zuschauer, und dann hörst du nur ganz trocken aus dem Off, danke, ich hab's. Ja. Und das ist so, das ist halt auch eine Möglichkeit. Das ist aber die Kunstform halt, auch. Ja, weil die halt Freunde sind, die sind miteinander groß geworden. Das ist nicht wie, ich hab halt hier einen professionellen Meme, der kann das, ne? Aber es kann vielleicht auch mal einen Film geben, wo du andere Mittel, und dann muss vielleicht sowas auch mal sein. Und das ist dann auch nicht schlimm. Das ist auch geil. Wird im deutschen Film zu viel geredet? Wo du es jetzt sagst, ne? Er sagt, ein Satz, Bobby ist tot. Mehr muss der Zuschauer nicht wissen, er braucht nur dieses Gefühl. Du hast vorhin schon mal angesprochen, dass wir zu viel, dass wir zu viel erklären, dass du lieber das Bild wirken lassen sollst. Also du hast dieses, eigentlich dieses Show, don't tell,
Hast du noch mal kurz, also in deinen Worten versucht, noch mal auszubreiten, zu variieren? Also mein Kino ist definitiv Show Don't Tell, ja. Und wenn, also nicht zu viel reden, nicht im Sinne von Dialog, aber wir erklären zu viel, ja. Das glaube ich schon. Ich glaube auch, also das, worüber geredet wird, ist die Schwierigkeit. Ich meine, guck dir einen Tarantino-Film an, die sitzen 10 Minuten an einem Tisch bei Reservoir Dogs und so und reden die ganze Zeit, aber... Ne, da also ist der Dialog ja die Kunstform, ne? Genau, richtig, du folgst dem eigentlich und ja, es wird zu viel erklärt. Und das ist aber eigentlich, das ist wirklich das Schönste bei diesem Film, dass eben nichts erklärt wird und dass jeder seinen eigenen Film gesehen haben wird zum Schluss und dass der Film auch eine ganz eigene Dramaturgie hat, nämlich eigentlich die Dramaturgie von einem Traum, ne? Also das Thema wird zur Methode. So, also du springst, es gibt ganz eigene Regeln und deshalb bleibst du aber auch wach, weil es dir nicht genau erklärt wird und weil du es nicht genau weißt. Und, ne? Ja, und auch Ähnliches habe ich, habe auch erlebt, dass Leute es gucken und sagen, ui, ich wirklich war, weiß nicht, ich glaube, hast mich hier und da verloren. Ich glaube, ich war da raus. Und dann rede ich mit derselben Person 3 Tage später und dann kommt sowas wie, naja, aber irgendwie... Weiß auch nicht, musste irgendwie noch krass viel drüber nachdenken. Aber das, so, mehr wollte ich nicht. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ich würde tatsächlich auch sagen, ich war zwischendurch mal raus. Ja, und da, weiß ich nicht, da hat man zum Beispiel Nadja Uhl irgendwie ein bisschen öfter gesehen und irgendwas, was sie mit der Tochter hier, mit der Dame aus Löborn, Emily, irgendwie so ein bisschen ihre Szenen und so. Und da habe ich auch gemerkt, irgendwie bin ich da jetzt raus. Ich wollte entweder dich sehen oder ich wollte Moritz sehen oder beziehungsweise irgendwie wissen, warum Sachen erstmal so gezeigt werden und dann wieder so gezeigt werden. Das war mein Antrieb so. Aber ja, am Ende saßen wir trotzdem da und haben uns halt gefragt, warte mal, wie ging das jetzt und wie war das jetzt? Und ich merke halt auch, bis heute haben wir drüber nachgedacht. War das bei dir anders? Oder? Ja, ich weiß nicht, ob das auch darunter fällt. Ich habe den Film teilweise, haben wir ja als Stream zu Hause bekommen, hatten da also die Möglichkeit, vor- und zurückzuspulen. Ich habe einige Szenen mir tatsächlich mehrfach angeguckt. Cool. Das ist wahrscheinlich... Wenn man einmal im Kino sitzt, kann es vielleicht so ein bisschen die Faszination nehmen, kann ich mir vorstellen, weil man dann ja, man kann im Kino nicht sofort zurückspulen, sondern man muss das ja alles wirken lassen. Vielleicht verhindert das auch so ein bisschen, wenn man dann direkt zurückspult und sich das Ganze nochmal anschaut. Ich kann aber direkt sagen, es hat dann nicht automatisch immer die Fragen beantwortet, sondern es hat für mich einfach geholfen, Fragen zu stellen. Weil wenn ich noch nicht mal weiß, welche Frage ich gerade stellen soll, dann kann ich mich da nicht mit auseinandersetzen. Das hat mir also eher dann geholfen zu sagen, okay, ich weiß jetzt zumindest, was ich da gerade nicht verstanden habe, weil ich das vorher nicht formulieren konnte. Also es war tatsächlich dann eher so. Ja, würde ich auch sagen. Ja, finde ich super. Das finde ich gut. Es ist aber auch, ich meine, das ist so ein klassischer Film. Ich meine, wer hat Memento das erste Mal gesehen und konnte wirklich guten Gewissens rausgehen und sagen, Alter, ist doch klar wie Kloßbrühe. So, also ganz ehrlich. Nein, aber das ist halt bei so Mindfuck-Filmen. Nicht ganz, du weißt, ne? Ist halt nicht einfach, gehört es ja auch ein Stück weit dazu. Ich freue mich schon total, Cortex ein zweites Mal zu sehen, weil ich jetzt, ist der Rahmen abgesteckt, ich kann mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein in diesen Film reingehen und mich jetzt auch auf Sachen, ich habe ja schon die erste Frage, die ich gestellt habe, war noch, als ich weiß, ganz am Anfang der Zoom auf den Bilderrahmen, habe ich gesagt, war das Moritz? Das Bild von der Familie. Von das Familienbild, was auf dem Nachttisch ist. Ja. So, ne? Weil der Screener, den wir da gekriegt haben, der ja jetzt qualitativ war, jetzt nicht die allergeilste Qualität. Ach, echt? Ist so. Na, ist doch so, wie, was war das? Das ist nicht, immer nicht so, die sind immer nicht geil. Keine Ahnung, welche Auflösung. Die sollten aber schon gut sein, eigentlich. So. Ja. Ja, also auf jeden Fall nicht Ultra HD. Oder so. Ja, auf jeden Fall. Und ich war mir nicht sicher, dann gab es so, ist er das? Ist er das? Also, das ist ja auch schon, das macht ja auch Teil dieses, dieses Spiels, möchte ich fast schon sagen, dieses Films eben aus, dass man so, ja, so versucht. Du musst mitspielen, ein bisschen. Ja, Was waren so Verhaltensweisen von Moritz Bleibtreu, die du bei dir mit einfließen lassen musstest? Weil so gesehen spielst du ihn ja. Also Verhaltensweisen von Hagen meinst du? Genau. Naja, oder halt eben Verhaltensweisen oder Arten und Weisen, wie Moritz Bleibtreu eine Szene spielt. Weil du spielst ja so gesehen den Charakter von Moritz Bleibtreu. Oh ja, gute Frage. In einer anderen, in einem anderen, ja, Körper. Ja. Und dieser Charakter von Moritz Bleibtreu, der verhält sich ja trotzdem wie der Charakter von Moritz Bleibtreu. Und da musst du natürlich auch gewisse, sag ich mal, Bewegungen oder. Genau, aber es ist eher, glaube ich, der Charakter von Moritz und das Verständnis, was wir beide von dem Charakter haben. Und das hat sich so aus den Proben auch ergeben und aus dem gemeinsamen Lesen und drüber reden, dass man, glaube ich, klare Unterschiede gefunden hat, auch wieder da, ohne es genau immer zu benennen. Aber man hat auch ein Gefühl für die und ein Gefühl für die Figur bekommen. Und dann war es total schön, das eben jetzt auch nicht so auszustellen und komplett deutlich zu machen, das ist jetzt Hagen, der geht so und Nico, der geht so, aber es war natürlich so, also so
so kleine Dinge. Und das kommt eher irgendwie, ja, dann doch auch über eine innere Haltung oder so und ein Verständnis für die Rolle. Und da habe ich jetzt nicht drüber nicht die ganze Zeit Moritz beobachtet, wie er Hagen spielt, sondern ich glaube, das war eher so, dass das in Gesprächen entstanden ist. Ja, das ist auch zu sehr story-driven, weißt du? Es war nie so, weil wir wussten, Pace. Es muss auch Storytelling. Und da war so wahnsinnig viel Raum, weißt du, für so ein Psychogramm, ah, er macht dies mit das, jetzt macht er das mit seiner Hand, das übernehme ich, dann mach ich davon Detail, mach das da. Das war dann, also wir haben irgendwann gemerkt, das wird, wie soll man sagen, das wird zu gemacht, das wird zu, jetzt wollten sie es alles richtig machen. Mhm. Also ich habe da lange mit Thomas drüber gesprochen. Wie wird man das ganz schnell gemacht? Hier, einmal die Geste, die nimmst du einmal da, die doppelst du in einem Detail, dann sagt sie alle. Aber das war's nicht. Das ist nicht, ja, das ist wie, was mache ich in dem fetten Körper, Face-Off, weißt du? Ja. Das ist so, das ist gar nicht so. Ich will ja, dass die Leute nicht mehr. Ich wollte ja, dass die Leute immer wieder vergessen. Ach, das ist ja der! Ja. Weißt du, was ich meine? Ja. Das ist ja gerade, wenn ich das also quasi noch schärfer gezeichnet hätte, wer ist? Denn ich fand das ja gerade gut. Und das ist auch, mal, ohne zu viel zu verraten, aber gerade wenn es dann zum Ende hingeht, auch wichtig, dass sozusagen ne, Unwissenheit. Ja, eine gewisse, oder sagen wir Unsicherheit. Ja, wobei im Schlussakt ist es natürlich eine ganz extrem wichtig. Unsicherheit. Eine Unsicherheit, nicht eine Unwissenheit, eine Unsicherheit und dann im letzten Moment, und da siehst du es ja dann auch zum Beispiel durch die Augen von Nadja Uhl, und dann macht's ja auch so wirklich, ne, und da krieg ich schon Gänsehaut, wenn ich nur drüber nachdenke. Das war schon echt geil. Also muss ich echt sagen, so dieser Moment am Ende. Ist nicht schlecht, ne, mit dem Thai-Taxi und so. Ja, ist das ganz gut. Ich sag immer, guck mal, das ist schon ganz gut. War schon nicht so schlecht, komm. Das ist schon ganz gut. Was würde Christopher Nolan sagen? Lass den mal noch einen Film machen, würde der sagen. Lass ihn mal noch einen machen. Hast du jetzt schon eine Idee fürs nächste? Ja, ist schon fertig. Aber das ist halt auch genauso nicht einfach. Geschrieben? Hast du schon fertig geschrieben? Alles fertig, ja. Aber warum? Du musst mich nur noch lassen. Ja, du, momentan ist es eh schwer. Jetzt ist sowieso das. Und ich hätte gerne noch einen Kinofilm gemacht. Das ist thematisch zwar viel, viel gefälliger als Cortex, aber es ist halt trotzdem unheimlich schwer. Du hast Kino, ist leider. Aber apropos Kino, wir sind ja jetzt gerade schon bei Tenet am Überlegen oder hoffen, dass er überhaupt ins Kino kommt. Eben. Und gerade wird da auch drüber nachgedacht, dass der auf dem Streaming natürlich, weißt du, was die bereit Tenet, werden auszugeben? Ich glaube, bei Tenet stellt sich da immerhin Christopher Nolan noch so ein bisschen quer, ja, aber bei vielen anderen Filmen ist es so. Ganz ehrlich, der kann machen, was er will. Das ist, der genau, wird ja nichts machen können, wenn die Summe stimmt, die dann Amazon oder wer auch immer bereit ist zu zahlen. Ja. Weiß ich nicht, er hat sich ja auch sehr erfolgreich gegen 3D gewehrt, aus künstlerischer Sicht. Also da ja, konnte er sich ja auch. Glaub, da aber wie werden das bei dir dann, wenn man dir sagt, dein Film kommt dieses Jahr und auch das nächste halbe Jahr nicht ins Kino? Du, ich müsste mich natürlich dann streiten irgendwie, aber ich kann, ja, oder wenn der Vorschlag kommt, das haben wir natürlich auch schon alles besprochen, was passiert, wenn einer sagen würde, wir hauen das direkt zu wem auch immer, irgendeinem Streamer. Ich fände es sehr schade. Ich bin sehr froh, dass mein erster Film, den ich machen durfte, als Autor und Regisseur ein Kinofilm ist. Ich würde gerne noch einen machen. Aber ich weiß natürlich, dass gerade so Filme wie Cortex und höchstwahrscheinlich auch das Kino von Nolan in Zukunft es auf Leinwänden unheimlich schwer haben wird, weil es geht nicht mehr gut. Du hast einfach wirklich nur noch das große, große Family Entertainment Big Thing, $250 Millionen Budget aufwärts. Und auf der anderen Seite hast du halt, wie hieß der Südkoreaner? Parasite. Ja. So. Und das ist das Ding, wenn du Parasite, ja, in Parasite gibt's was. Einmal alle 10 Jahre kommt einer mit so einem Ding um die Ecke. Und, ne, und ansonsten, das ist halt, das kannst du nicht konzipieren. Und wenn man da dem Genrefilm nicht auch den Raum gibt, zu sagen, probiert euch aus, wir wollen solche Sachen wie Cortex im Kino haben, wird es schwer. Also ich glaube, also sowas wie Cortex würdest du nicht mehr fürs Kino machen können, glaube ich, heutzutage. Aber ich meine, wir haben ja jetzt auf der anderen Seite trotzdem noch so ein, ich sag mal, mehrere, vielleicht kleinere Hoffnungsschimmer, aber sowas wie Netflix, die jetzt sagen, wir geben $200 Millionen für so und so viele Filme aus. Oder jetzt für Charlize Theron und die müssen. Ja, die müssen. Weißt aber du? Die würden vielleicht auch die, weiß ich nicht, die 2 Millionen oder 5 Millionen für einen kleineren Film. Sicher, das ist nicht das Problem. Also, dass man diese Filme machen können wird, das ist gar nicht das Problem. Im Gegenteil. Es wird sogar einfacher werden, glaube ich, bestimmte Sachen umzusetzen. Aber ich finde es halt traurig, dass das Kino. Dann also ich finde es schlimm, weil du sagst irgendwie, das war jetzt nicht die beste Qualität, in der ihr den Film gesehen habt. Ihr fandet ihn trotzdem gut, aber ich habe den bisher auch noch auf dem Laptop gesehen, aber ich will den unbedingt im Kino sehen. Ja. Er ist fürs Kino gemacht. So. Ich mache das ja nicht auf Scope, weil ich irgendwie aussehen will wie ein flashiges Musikvideo, sondern das hat ja inhaltliche Gründe, weswegen man das so erzählt, weil man da sitzt und im Übrigen und Ton und der ganze Scheiß. Das ist halt schade. Ich habe das Kino immer, wisst ihr ja, immer als einen Raum sehr gemocht, weil ich glaube, die Aufmerksamkeit ist geballter, sie ist konzentrierter.
sie ist was wert. Weißt du, die Aufmerksamkeit, deine Aufmerksamkeit ist 10 Euro wert, wenn du da sitzt. So. Das ist eben von deinem Fernseher, den du bei dir zu Hause hast, nicht so. Und außerdem hat jeder heutzutage fast schon ein Heimkino zu Hause. Ich meine, die meisten Bildschirme bei den Leuten sind zu Hause so groß wie der mindestens. Ja. Alle haben eine schöne Sonos-Anlage oder weiß der Herr nicht, was da stehen. Wozu brauchst du es noch wirklich, weißt du? Und das ist halt, das ist was, das finde ich sehr, sehr schade. Es ist halt auch dieses Lagerfeuer-Ding, ne? Dieses Gemeinschaftserlebnis. Also, guck mal, ich habe keine Ahnung, was habe ich, glaube ich, habe, weiß ich nicht, wie viele Kinofilme ich gemacht habe. Sagen wir mal, ich habe vielleicht in 40 Kinofilmen eine Hauptrolle gespielt. Das sind 40 Premieren mit 40 roten Teppichen, mit 40 Junkets, mit 40. Das sind alles Sachen, die in einer jungen Generation, ich würde das einem jungen Schauspieler wünschen, weißt du, dass er das noch erleben darf. In der Lichtburg in Essen, im Dings, im Streits in Hamburg. Ja, weißt du, was ich meine? Das ist toll. Das ist irre, irre geil. Und mit Ausnahme von Festivals, die es ja auch, siehe kann, dieses Jahr auch schwer haben. Ja, guck mal, Oliver Masucci, ne? Der hätte das Ding gewonnen, höchstwahrscheinlich. Oder mit Fassbinder? Mit Fassbinder, ja. Er hätte sehr große Chancen gehabt. Schon scheiße und richtig traurig, wenn man sowas einmal im Leben erlebt und dann sitzt man da zu Hause vor so einem blöden Fernseher und guckt sich irgendeinen so Kack-Stream an und der Wettbewerb findet nicht statt. Meinst du, dass das jetzt für immer so bleibt? Also ich meine, wenn es wieder einigermaßen normal wird oder so, dann glaube ich, dass die Leute vielleicht ja auch, vielleicht hat es sogar was Positives, dass die Leute richtig Bock haben. Weil ich merke bei mir, ich war jetzt seit einem halben Jahr oder so nicht mehr im Kino und ich habe richtig Bock. Ich habe richtig Bock wieder auf Kino. Ja, selbst wenn man, ich war jetzt zweimal, seit die Kinos wieder auf sind. Es war natürlich aufgrund der Bestimmung, weiß Gott, nicht ausverkauft im eigentlichen Sinne. Aber obwohl wir bestimmt nur 15, 20 Leute waren, hatte man den Eindruck, die haben mehr Bock als teilweise in anderen Vorstellungen, obwohl der ganze Saal voll ist. Sehr gut möglich. Weil die dann wirklich auch, weil die da wirklich dann auch Bock haben, da ins Kino zu gehen. Klar, aber es ist unternehmerisch nicht tragbar. Ne? Mhm. Das kannst du 3 Monate machen, dann kannst du zumachen. Es geht nicht. Es müssen mehr Leute reingehen, leider Gottes, weil sonst ist das kein Geschäft mehr. Und so sehr wir immer diesen Konflikt haben zwischen Produkt, Geschäft, Kommerz und Kunst, aber es muss das kommerzielle, populäre Kino geben, damit es weitergeht. Und das geht bei einer Auslastung von 50% nicht. Wir können nur hoffen, dass das bald alles wieder zurückkommt zu normal. Aber ich mache mir da ein bisschen Sorgen, muss ich sagen. Ja. Ja, zumal in Amerika es wahrscheinlich länger dauern wird als bei uns. Aber das ist natürlich ein krasser Motor. Also sowohl für natürlich für den amerikanischen Filmmarkt. Aber die Filme aus Amerika brauchen auch die deutschen Kinos, damit das deutsche Kino attraktiv bleibt. Ja, das sind ja die Amis gerade, die Filme, also die deutschen Verleiher daran hindern, die Filme zu releasen. Ja. Ne? Die würden das ja gerne alle machen hier bei uns in Deutschland, aber es geht einfach nicht mehr. Paw Patrol ist auf Platz 1 gelandet mit 14.000 Zuschauern. Deshalb wäre ja jetzt eigentlich ein perfekter Zeitpunkt, dass das deutsche Kino sich wieder so ein bisschen mehr Aufmerksamkeit abseits von das perfekte Geheimnis und Co. irgendwie erarbeitet. Also ich hatte jetzt zum Beispiel gehofft, dass ein Berlin-Alexanderplatz vielleicht jetzt mal Aufmerksamkeit bekommt, was auch nicht gegeben war, leider. Also eigentlich, wenn ein paar Verleiher klug jetzt deutsche Filme platzieren, jetzt so in diesem Aufwind, wenn die Kinos jetzt wieder mehr Leute holen, dann wäre es eigentlich ideal, dass mal das deutsche Kino wieder ein bisschen Aufmerksamkeit Sicher steckt bekommt. Da in jeder Krise auch eine Möglichkeit, so, ne? Aber das, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin da zart optimistisch. Aber was machen wir denn jetzt mit deinem Drehbuch, was da fertig in der Schublade ist? Sollen wir es ja auf Rocket Beans machen? Oder? Ja, genau. Ihr wollt doch jetzt auch produzieren, habe ich gehört. Ja, dann hauen wir das jetzt hier raus. Oder was? Nee. Ihr wart jetzt auch, oder was? Ach, das kriegen wir schon hin. Nee, ich würde gerne, es ist nur halt echt, ich finde es halt, ich mag Kino halt. Ich finde es toll, ich liebe den Raum und es ist schade zu sehen, dass es immer mehr den Platz in der Mitte der Gesellschaft einbüßt und schade zu sehen, was da gerade momentan passiert. Und jetzt kann man nur noch mal einen Gruß an die an das Kulturministerium, ihr müsst da jetzt mal langsam was machen oder wer immer da zuständig ist, weil sonst sind nämlich nächstes Jahr die Hälfte aller Kinos zu. Ja, aber ich glaube, das ist ein Thema, das alle angreifen. Ich hoffe, dass das alle auch in der Deutlichkeit auf dem Zettel haben. Ja. Also ich meine nicht 10% aller Kinos, ich meine leider wirklich fast die Hälfte. Die sind dann weg. Und das wäre sehr, sehr schade und die machen auch nicht mehr auf. Ja. Deswegen muss man da jetzt Hallo. Ihr habt doch eure Milliardenpakete. Was hat der Dings gesagt? Wie heißt der kleine ehemalige Hamburger Bürgermeister Schulz? Scholz? Wir können uns das leisten, hat der gesagt. Ne? Hat er doch gesagt. Ja. Hat er? Ja, hat er gesagt. Wir haben so gut, wir können uns unsere Volkswirtschaft kann sich gesagt, das leisten, hat er gesagt. Das wäre eine gute Idee, den Gipfel hier stattfinden zu lassen. Und ja, der hat so einiges gesagt und dann auch nicht gemacht. Aber egal, er kann doch jetzt mal noch mal ein paar Millionen rüberwandern lassen. Die Branche kann es gut brauchen. Ja. Auf jeden Fall kann die Branche aber vor allem so einen Film wie deinen brauchen. Ja. Um es jetzt mal kurz abschließend zu sagen. Das ist denn das ist tatsächlich etwas aus Deutschland, was man so wieder auch mal ja A nicht erwartet hat, B nicht so oft sieht und C dann halt auch auf einem Level gemacht ist, wo man sich halt nicht hinter den
internationalen Filmen verstecken muss. Und das gehört meiner Ansicht nach auch ins Kino. Ja, vor allen Dingen, Leute, geht ins Kino. Ja. Der kommt ins Kino. Kommt ins Kino. Kommt ins Kino. Und deshalb nutzt die Chance auch mal. Genau. Ja? Euch. Cortex, ich wollte immer Komplex sagen, ich weiß nicht warum. Ja, Daniel. Das tut mir leid. Ey, Janis, Moritz, vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, hier bei uns mal wieder einen kleinen Besuch stattfinden zu lassen und auch so bereitwillig erklärt habt. Ich wünsche euch alles Gute mit dem Film und natürlich, dass wir uns auch weiterhin aufgrund der Tatsache, weil wir alle Filme geil finden, irgendwie wiedersehen. Absolut, immer wieder gerne und auf jeden Fall. Mach mal. Rocket gut, Beans! Ja. Yeah. In diesem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Auf ein Drink. Tschüss. 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 Hast du mal geträumt, dass du stirbst? Weil ich habe letztens irgendwo gehört, das geht nicht, das kann man gar nicht träumen. Weil man wacht immer auf, bevor man stirbt. Und weißt du warum? Weil man sonst wirklich sterben würde. Hyposomnie ist eine Schlafstörung. Durch besonders vitale Träume in der Nacht hat man tagsüber Müdigkeitsschübe. Ist alles in Ordnung mit ihm? Was ist mit Papa? Es wird nicht besser. Das geht schon. Seit Monaten lebst du in deiner Welt und lässt nichts an dich ran. Ich schaff das nicht mehr. In diesen Träumen, das ist immer wieder dieser junge Mann. Ich träume, dass du ihn kennst. Hey. Was hast du getan? Was hast du gemacht? Was hast du gemacht? Bist du wach? Keiner hat sich je Gedanken darüber gemacht, was Traum wirklich bedeutet, was im Schlaf wirklich passiert. Ich weiß nicht, was ich mich da reingestürzt habe. Er ist verrückt. Wenn du erst mal verstanden hast, wahrzunehmen, dass du träumst, kannst du Einfluss nehmen, Dinge verändern. Aber das ist gefährlich. Traum und Wachphasen könnten sich überschneiden, ohne dass du es merkst. Und du bist dir wirklich ganz sicher? Ja. Wo ist der Scheiß, Mann? Wir kommen aus der Dunkelheit. Und Gott sprach, es werde Licht. Und es ward Licht.